Hallihallo, heute erkläre ich euch, wie man eine Tabelle anlegt in unserem Lehrwiki. Dafür werden wir erstmal alles rauslöschen, was wir hier aufgeschrieben haben. Das geht ganz einfach. Wir werden nicht jedes Mal hier einzeln auf Bearbeiten draufgehen, sondern klicken hier auf die ganze Seite Bearbeiten. Und dann können wir alles rauslöschen, was wir bis jetzt an Überschriften angelegt haben. Und wir können direkt durchstarten mit den Tabellen. Und zwar fangen wir prinzipiell mit einem Dach an. Ups, das war kein Dach. Und sagen mal, das hier ist die erste Überschrift. Ja, dann geht es weiter mit der zweiten Überschrift, weiter mit der dritten Überschrift. Die Tabelle endet jedes Mal mit so einem Trennstrich. Das hier ist unser Header, sprich die Überschriften der Tabelle. Diese besteht aus drei Spalten, einmal H1, H2 und H3. Und was das Dach zu bedeuten hat, das werde ich euch gleich zeigen. Jetzt werden wir erstmal ein paar Zeilen anlegen. Das geht ganz einfach. Wir brauchen dafür jede Menge Trennstriche. Genau, jetzt haben wir drei Zeilen und hier in die Mitte können wir Test 1 hinschreiben, Test 2 und Test 3. Genau, legen wir oder kopieren wir das Ganze mal. Und fügen das mal hier ein. Sehr gut, jetzt haben wir eine 3x3-Tabelle. Mal schauen, ob das auch stimmt. Ja, hier sehen wir sie. Und zwar, hätten wir am Anfang dieses Dach nicht hingemacht, so wäre das ja auch nicht fett markiert. Das können wir direkt mal umändern. Wenn wir dieses Dach mal durch einen Trennstrich ersetzen. Ups. Durch einen Trennstrich, genau, dann sehe das Ganze folgendermaßen aus. Das sehe dann so aus, wie wir das sehen, haben wir hier keine Überschrift mehr. Das sieht nicht so schön aus, ne? Deswegen gehen wir schnell wieder auf Bearbeiten und machen hier unser Dächchen wieder hin. Genau, hier noch ein Dach und hier noch ein Dach. Natürlich kann man hier jetzt auch sagen, dass sowohl die erste Zeile als auch die erste Spalte fett sein soll. Dann macht man hier auch noch ein Dach hin und dann haben wir gleich die erste Spalte auch noch fett markiert. Genau, so sehe dann unsere Tabelle aus. Was gibt es noch Wichtiges bei Tabellen? Es spielt eben eine wichtige Rolle, wie viele Leerzeichen hier zwischen sind. Und zwar, dafür werden wir mal noch eine Zeile erstellen, die etwas längere Einträge hat. Genau. So, gehen wir jetzt mal auf Speichern. Und wir sehen Folgendes. Wir sehen, dass das hier rechtsbündig geworden ist. Und das liegt einfach daran, weil am Anfang zwei Leerzeichen waren. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann man ganz, ganz viel Zeit dran verlieren, wenn man so etwas nicht weiß. Also es spielt immer eine ganz, ganz große Rolle, wie viele Leerzeichen ihr wohin macht. Ja, am besten ist es natürlich, wenn es normal aussehen soll, dass links und rechts jeweils ein Leerzeichen ist. Und wenn es mal verkehrt, wenn es mal anders ausschaut, dann wisst ihr, woran es liegen könnte. Ihr habt dann eventuell ein Leerzeichen zu viel gesetzt.